Hey, du schaust mir heute über die Schulter, wie ich einen Schokomousse mache, die zuckerfrei, vegan und roh ist. Und ja, jetzt zeige ich dir als erstes mal die Zutaten. Also hier siehst du die sieben Grundzutaten. Die Basis bilden die Bananen. Das ist sozusagen das, was die Masse bildet. Du kannst stattdessen auch Avocados nehmen, aber dann wird es halt ein bisschen fetter. Dann Cashewnüsse. Wenn du es in einer rohen Variante machen möchtest, dann musst du halt darauf achten, dass die roh sind. Hier neben haben wir Kakaobohnen. Ich nehme gern ganze, da ist noch alles so, wie es in der Natur war. Dann, das ist sozusagen ja die Schokobasis. Dann habe ich hier das Kokosmus. Das ist auch für die Cremigkeit und einfach für so eine Kokosnote, so eine leckere. Dann habe ich hier Datteln. Und ja, zum Süßen. Eine natürliche Süße, wo die ganzen Mineralstoffe, Vitamine und so noch drin sind, also anders als beim weißen Zucker. Und hier haben wir Bonbon-Vanille gemahlen. Habe ich auch entdeckt, als ich halt angefangen habe, zuckerfrei zu leben, dass es die sozusagen, ja, dass es die auch einfach pur gibt, ohne dass das Vanillezucker zum Beispiel ist. Genau. Und nachher zum Servieren für die Deko. Schoko und Orange finde ich ist ein Klassiker, passt immer gut zusammen. Werdet ihr dann nachher sehen, wie ich das anrichte. Bei den Mengen, das interessiert ja immer viele. Ich bin halt so eine, ich bin halt, wo seht ihr mich? Wo seht ihr mich? Hier. Ich bin halt so eine nach Gefühl Zusammenmischerin, aber ich versuche mal so ein paar Sachen zu sagen, also so eine ungefähre Vorstellung, damit ihr so eine ungefähre Vorstellung kriegst, wie viel da so dran ist. Also ich habe jetzt mal 5 Bananen. Ich würde sagen, eine Handvoll Cashewnüsse. Deine Hand ist vielleicht ein bisschen größer oder kleiner als meine, aber wie gesagt, spielt keine Rolle. Cashewnüsse, wie gesagt, kommen für die Cremigkeit dran. Wenn du es ein bisschen cremiger haben möchtest, machst du halt mehr ran. Und wenn du weniger cremig willst, dann machst du es weniger cremig. Dann mache ich circa 2 Esslöffel von dem Kokosmus ran. Circa 2 Messerspitzen von dem Vanillepulver und circa 10 Datteln. Also das mache ich auch nach Geschmack. Wenn du es ein bisschen süßer haben willst, machst du halt mehr Datteln. Wenn du weniger süß, dann weniger Datteln. Genau, das waren. Und Kakaobohnen, genau wie Kakao ich willst du es haben. Also ich habe da jetzt mal so 15 Bohnen. Aber wie gesagt, mach das so, wie es für dich gut ist. Und ja, das kommt jetzt einfach alles mal in den Mixer rein. Und da ist die Reihenfolge so ein bisschen entscheidend, damit der Mixer das alles gut durch kann. Und das zeige ich dir jetzt. Also, hier in dem Mixer sind jetzt die 5 Bananen. Ich habe aus Versehen auf den falschen Knopf gedrückt, deswegen sind da jetzt schon so ein paar Stückchen. Aber die werde ich auf jeden Fall jetzt erstmal zu so einem Mousse machen, damit ich eine cremige Grundlage habe. Und erst dann mache ich alle anderen Zutaten dazu. So, jetzt siehst du hier die cremige Masse. Ich habe ja so einen schönen Vitamix, findest du auch in der Infobox unten. Und der macht das wirklich schön cremig. Als ich mich damals für einen Mixer entschieden habe, habe ich halt verschiedene bei Freunden ausprobiert. Und ich habe gewusst, ich werde mich ärgern, wenn ich nicht das Geld investiere, weil ich es schon mag, wenn es richtig dolle cremig ist. So, jetzt mache ich alle die anderen Zutaten dazu. Die Cashewnüsse, die Kakaobohnen, die Datteln. So, sieht doch schon sehr lecker aus. Dann kommt jetzt das Vanillepulver. Da kannst du auch mal sehen. Da mache ich einfach so, dass das hier schön. Also es ist halt auch wie, je nachdem, wie vanillig du das magst, ne? Jetzt hole ich mal das Mandel, das Kokosmus. Muss ich mal kurz nochmal rübergehen.
das Kokosmus. Ja. Jetzt ist das nicht so richtig. So. Kokosmus habe ich auch. Oh, findest du auch auf der Webseite. Wie gesagt, da mache ich jetzt, da ist gerade der Deckel vom Kokosmus runtergefallen. So, davon mache ich jetzt halt 2 Löffel rein. Oh, das ist noch ganz schön fest, deswegen dauert das, oder ist das halt so hart. Und wenn das wärmer ist, dann wird es flüssiger. So, jetzt habe ich hier alles ran gemacht. Und jetzt wird wieder gemixt. So, so sieht es jetzt schön verwirbelt aus, wenn es fertig ist. Es ist übrigens so für circa 4 Personen. Ich werde es jetzt mal ein bisschen anrichten und dann zeige ich dir das Endresultat. Die Orange filetiere ich. Das geht viel schneller und einfacher, als man denkt. Man schneidet einfach hier so die Schale runter. Mit einem möglichst scharfen Messer. Und dann hat man einfach nicht so viel Haut sozusagen. Es ist viel zarter alles. Und es sieht ein bisschen schicker aus. Und dann schneide ich die Orange in dünne Scheiben, die ich dann zum Dekorieren verwende. Und hier das Endresultat. Die Schokocreme habe ich in so ein kleines Gläschen gefüllt. Schokomousse. Ein bisschen Pfefferminze dekoriert und Kokosmehl noch als Deko einfach und die filetierten Orangen. Und dann gibt es da ein Löffelchen dazu und dann kann man beides abwechseln oder auch zusammen genießen.